Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Real Estate Finance, die Serie oder die Reihe, wo wir einfach uns dem Thema Real Estate Finance gemeinsam annehmen, also aus Sicht Legal, aus Sicht Tax und auch Steuerrecht, Bilanzsteuerrecht und hier mit mir gemeinsam, wie immer, Dr. Urbanek, Legal Partner bei DLA und wir haben heute die große Ehre und Freude, dass wir den Herrn Tat von UBM begrüßen dürfen. Ein herzliches Grüß Gott und danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Vielen Dank für die Gelegenheit, Herr Urbanek, Herr Kerbel. Danke schön. Christoph, möchtest du noch was sagen? Ja, vielen Dank, Herr Tate, dass Sie heute sich unseren Fragen stellen. Wir freuen uns schon sehr und danke, Gerald, dass du das wieder organisiert hast in dieser netten Runde. Und starten wir einfach vielleicht. Ja, gerne. Wir schauen einfach, dass wir das sehr kurzweilig wie immer halten. Wir haben ja schon, den Webcast davor immer wieder versucht, das Thema Real Estate Finance jetzt im Wandel darzustellen, ein bisschen zu modellieren, zu sehen, okay, was hat jetzt irgendwie die Krise verändert. Es ist ja alles wirklich im Fluss momentan, muss man sagen. Und insofern freuen wir uns natürlich auch, dass wir unser erstes, wenn wir so sagen dürfen, börsennotiertes Unternehmen begrüßen dürfen, das hier aus dem Aspekt Real Estate Finance sicherlich nochmal sehr, sehr viel beizutragen hat. Insofern starte ich vielleicht gleich mal mit unseren ersten Überlegungen. Also es ist jetzt kein fixer Fragenkatalog, aber wir haben so ungefähr eine Idee, was uns interessieren würde, weil Herr Tatzi, Sie sind ja schon lange, wenn man so sagen, der Vorstand bei UBM. Wie hat sich die aktuelle Situation bei UBM seit der Pandemie geändert? Weil, wie gesagt, UBM kennt jeder, braucht man, glaube ich, nicht groß vorstellen, gilt ja auch als europäischer größter und führendster Hotelimmobilien-Developer und Entwickler. Naja, also was hat die Krise bei uns entwickelt? Man muss sagen, in einem Managerleben ist das hoffentlich das einzige Mal, dass ich sowas erleben muss. Es handelt sich ja wirklich um eine Art, wie soll ich das sagen, schwarzer Schwan. Und ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was nicht in irgendeiner Form von der Krise betroffen gewesen wäre und betroffen ist. Das gilt natürlich auch für die UBM. Und wir hatten multiple Auswirkungen der Krise und sind ja mit Vollgas, will ich sagen. Also wir waren in einer Phase, wo wir uns sehr, sehr stark auf die Pipeline konzentriert hatten, hatten eine große Pipeline vor uns, waren eigentlich wieder auf dem Weg zu einem Rekordergebnis und sind dann Vollgas in die Krise gekommen und haben erstmal aufgrund der geringen Visibilität, die wir hatten, auf die Bremse gestiegen, haben uns unser Businessmodell hinterfragt, haben angefangen, uns wieder viel, viel mehr noch auf die Risiken zu konzentrieren als auf die Chancen. Also das ist ja immer so ein bisschen ein komischer Management-Satz, wenn man das sagt, manage your downsides. Aber in so einer Phase ist das in der Tat das, was man tun muss. Und haben uns erstmal angeschaut, wie muss eigentlich die UBM in dieser Krise reagieren und waren dann aber in der komfortablen Situation, dass unsere Bilanz aufgeräumt war, schon vor der Krise, dass wir auf einer guten Cash-Position saßen, auch schon vor der Krise. Und dass wir natürlich gute Teile unseres Geschäftsmodells auch haben, die relativ solide auf die Krise reagieren, also Stichwort Residential und auch zum Teil das Office. Und einen Bereich hatten wir natürlich und haben wir, der sehr stark von der Krise betroffen ist, das ist das ganze Thema Hotel. Und auch da haben wir angefangen, das Thema zurückzuschrauben für uns, strategisch. Was hat sich sonst getan während der Krise? Wir haben wieder angefangen, unsere Pipelines zu füllen. Also Sie müssen sich so vorstellen, wir sind mal mit 2,5 Milliarden in die Krise gegangen, Pipeline. Das ist bei uns immer, was nehmen wir uns die nächsten 4 Jahre an Entwicklung vor? Haben das dann auf 1,5 Milliarden runtergekürzt, weil wir gesagt haben, wir halten jetzt mal alles an, was wir derzeit nicht in irgendwelchen Bau drin haben und wir halten alles an, was mit Hotel zu tun hat, sofern es eben nicht gerade unter Entwicklung steht oder vorwärts verkauft ist. Und haben jetzt die Pipeline bis zum Ende des Jahres wieder auf 2,2 erhöht. Also wir sind wieder auf dem Weg zurück und haben natürlich jetzt auch aus der Krise heraus erkannt, dass es für uns die eine oder andere Chance geben sollte, auch aufgrund unserer Liquiditätssituation, auch aufgrund der Tatsache, dass sich die Märkte wieder deutlich verbessert haben. Und man merkt das ja auch an den Börsenkursen, wenn Sie sich unseren Börsenkurs anschauen, der ist ja auch relativ stark erstmal gefallen und dann ist er wieder gestiegen. Und bei einem börsennotierten Unternehmen ist es so ein bisschen wie eine Tabelle beim Bundesligaverein. Also die Börse sagt schon was über die Art und Weise aus, wie die Umwelt sie sieht und wie sie auch die Branche
einschätzt. Vielen Dank für die ersten Einschätzungen. Ich meine, da waren, glaube ich, relativ viele klare Worte dabei, auch insbesondere ist das Wort Chancen immer wieder gefallen. Ja. Und da haben wir jetzt gesehen, UBM als Europas größter Hotelimmobilienentwickler mit internationalen Projekten, ja, mit sehr großen Projekten in Österreich, in Deutschland, sehr international aufgestellt. Von den Chancen her, das heißt, sehen Sie das Thema Hotel als Assetklasse jetzt künftig auch wieder als Chance oder gab es jetzt auch grundsätzlich die Verschiebung zu sagen, jetzt machen wir eher mal mehr Wohnbau oder wo sehen Sie da künftig die Chancen am Markt? Weil wie gesagt, ganz klar die Stärke kam oder kommt jetzt auch mal aus dem Hotelbereich, wobei Sie natürlich auch, wissen wir alle, extrem gut Wohnbau bauen können. Ja, also vielleicht ein wichtiges Thema, was Sie ansprechen, weil in der Tat, wie ich schon gesagt habe, wir sind ja da als Hotel, Europas größter Hotel-Developer, das war unser Aushängeschild, in die Krise geraten oder beziehungsweise in die Covid-Krise reingekommen und haben natürlich auch diese strategische Ausrichtung verändert. Also wir sehen uns im Moment viel stärker auf unserem Standbein Residential und auch das Office-Standbein ist wieder mehr in den Vordergrund gerückt, als es zuletzt war. Wir sehen uns strategisch jetzt viel mehr im Bereich Green, was ein großes Thema geworden ist und die Krise auch nochmal sehr, sehr stark beschleunigt hat aus meiner Sicht. Wir sehen uns im Bereich Smart, das hat sehr stark auch mit dem Office zu tun. Also wir wollen intelligentere Gebäude bauen, als sie bisher waren und wollen auch die Bauweise, wie man ein Gebäude baut, intelligenter machen, zum Beispiel sehr stark mit Holzbau. Und sind eigentlich so ein bisschen da auch, was den Kapitalmarkt angeht, natürlich auch abhängig von dem Blick, wie das Hotel dort eingeschätzt wird. Und ich persönlich glaube schon, dass natürlich auch das Hotel wieder zurückkommen wird. Aber im Moment ist es eine Assetklasse, die der Kapitalmarkt als eher zurückgenommene wahrnimmt. Und wir auch deshalb aus unserem Fokus ein bisschen herausgenommen haben. Also Sie werden jetzt voraussichtlich nicht in den nächsten Monaten sehen, dass wir neue Hotelprojekte akquirieren oder beginnen, weil sie schlichtweg im Moment schwer zu finanzieren sind, bis gar nicht zu finanzieren sind und sich dieser Markt erstmal wieder erholen muss. Also das wird einen Moment dauern und ich denke, Sie werden auch erleben, dass wir natürlich stark von diesem Europas größter führender Hotelentwickler ein Stück Abstand nehmen und die Assetklassen, die sowieso immer auch stark waren im Hintergrund, die wir halt einfach nicht als Aushängeschild genutzt haben, dass die viel stärker in den Vordergrund treten und insbesondere das Thema Green viel stärker in den Vordergrund tritt, als es bisher war, was ja über mehrere Assetklassen hinweg geht. Mhm. Ja. Christoph, vielleicht möchtest du was zur Finanzierung fragen. Ich meine, ich wollte nachher noch ganz kurz, wenn ich darf, haben wir es mitgeschrieben, das Thema Green Bond und diese Entwicklungen nochmal ganz kurz aufgreifen. Aber ja, wenn ich darf, lieber Gerald, sehr gerne. Herr Tate, es ist für uns in vielen Gesprächen und auch aufgrund der aktuellen Situation sehr interessant zu hören, was gerade sozusagen auf der Finanzierungsseite sich getan hat in den letzten Monaten. Wir kennen Unternehmen als jemand, der die Immobilienfinanzierung sehr breit immer gesehen hat, also auf der einen Seite mit klassischer Bankfinanzierung, aber auch alternative Finanzierungsmethoden. Können Sie vielleicht einen kurzen Ausblick geben, was sich aus Ihrer Sicht verändert hat? Sie haben jetzt sehr viel über Projekte gesprochen, aber vielleicht auch ein bisschen auf die Finanzierung eingehen und sagen, hat sich da auch Ihr Verhalten verändert? Einerseits, wen Sie ansprechen, mit wem Sie operieren oder wie verhalten sich auch andere, insbesondere auch Kapitalmarktteilnehmer, Banken in der jetzigen Situation? Sehr, sehr gerne, Herr Obernick. Also was hat sich in dieser Situation geändert? Was man immer wieder in Krisensituationen feststellt, wenn es um Finanzierung geht, ist, dass die Banken natürlich auch zunächst mal innehalten und dasselbe tun, wie es eigentlich die Unternehmen tun. Sie konzentrieren sich zunächst mal auf eine Innensicht, um herauszubekommen, wie stark ist ihre Bilanz wohl noch nach der Krise, welche Risiken haben sie in der Bilanz und welche Risiken wollen sie noch eingehen. Also die berühmte Risikoabteilung in einer Bank, die sowieso sich ja in den letzten Jahren immer stärker entwickelt hat als Kraft, in einer Krise wird die natürlich nochmal wesentlich stärker gefragt und forciert. Das führt zu zwei Dingen. Erstens, es führt dazu, dass die Prozesse viel, viel länger werden. Also wenn Sie früher eine Finanzierungsanfrage gemacht haben,
konnten sie in relativ kurzer Zeit mit einem Termsheet rechnen und konnten auf der Basis des Termsheets ihre zukünftige Planung zumindest mit einem guten Gefühl weiter fortsetzen. Also sie wussten zum Beispiel, kann ich ein Objekt, was ich gerade gekauft habe oder was ich plane zu kaufen, unmittelbar refinanzieren. Ja. Das ist aus meiner Sicht insoweit vorbei, als der Zeitraum jetzt wesentlich länger dauert, bis sie hoffentlich ein erfolgreiches Termsheet empfangen können. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass die Banken gewisse Asset-Klassen aus meiner Sicht derzeit sehr, sehr stark zurückgedreht haben und meiden. Also wenn wir über Immobilienfinanzierung reden. Und das ist das Thema Hotel. Also wenn Sie heute versuchen, ein Hotel oder noch schlimmer ein Einkaufszentrum, das haben wir nicht im Portfolio als Development finanzieren wollen, werden Sie sich schwer tun, eine Bank zu finden, die das nicht sofort rundheraus ablehnt. Das nächste sowohl Thema. Development als auch Bestand, oder? Das ist, da gibt es keinen Unterschied, oder? Das Wort Hotel offenbar ist derzeit so problematisch, oder? Auch das, auch so wie Sie sagen, Einkaufszentrum, das sind derzeit offenbar, einfach, wenn man das Wort sagt, schon bekommt man schon keine. So ist es. Also da werden Sie dann feststellen, dass die Risikoabteilung teilweise gar nicht befragt wird, weil der Bankberater, der mit Ihnen eigentlich ja ein Geschäft machen möchte, in aller Regel auch gar nicht mehr dieses innerhalb der Bank vorantreiben möchte. Also Ihr Vertreter in der Bank möchte das gar nicht mehr anfassen, das Thema, weil er dem wenig bis gar keine Chance zuordnet, dass es gemacht wird. Was die Banken auch angefangen haben, ist natürlich, Risiken verschiedener Länder treten auch stärker in den Vordergrund. Also wir sind ja ein Entwickler, wir sind unterwegs in Deutschland, Österreich, aber auch im Raum Prag und auch in Polen in einigen Standorten. Und natürlich wird auch das differenzierter gesehen als vor der Krise. Also alles, was mit Risiko zu tun hat, führt zu einer wesentlich größeren Streuung in der Bank. Und es führt auch dazu, dass gewisse Projekte, ich möchte fast sagen, hinten runterfallen. So, was bedeutet das für ein Unternehmen wie die UBM? Das bedeutet, dass wir uns erstens natürlich bei der Auswahl unserer Projekte ein bisschen darauf einstellen müssen, logischerweise, weil auch wir hängen von Refinanzierung ab. Und ich komme gleich auf die zweite Form der Finanzierung, die wir ja auch stark in Anspruch nehmen, wie Kapitalmarkt heißt. Ja. Und zweitens, es eröffnet aber auch zu einem gewissen Teil Chancen. Ein Beispiel, uns war es ja möglich, in den letzten Wochen eine Akquisition in München zu machen. Warum war die in erster Linie möglich? Weil wir diesen Prozess abkürzen konnten, weil wir schlichtweg das Geld selber haben und das vorfinanzieren können. Also ich muss mir nicht unmittelbar beim Kauf die Frage stellen, finde ich eine Bank, die das finanziert? Wenn mich das Projekt überzeugt, kann ich der Gegenseite als UBM sagen, ich kann den Projektpreis auch im Zweifel alleine aufbringen. Und damit schaffe ich eine Transaktionssicherheit, die in ihrer Gewichtung wesentlich gestiegen ist. Also die Sicherheit einer Transaktion ist auch bei denen, die sie verkaufen, ein wichtiger Punkt, ein wichtigerer Punkt geworden, als sie das früher einmal waren. Mhm. Schauen wir kurz noch auf den Kapitalmarkt, weil der ist ja wichtig, weil wir ja sehr stark unsere Eigenkapitalbedürfnisse, die wir in den Projekten haben, die sichern wir ja uns über Bonds oder wir haben auch schon mal Hybridkapital gegeben oder auch einen Schuldschein, aber das sind Kapitalmarktinstrumente. Der Kapitalmarkt, auch der hat sich insoweit verändert, dass Risiko eine neue Gewichtung bekommen hat. Jetzt gar nicht beim Preisticket, sondern das Risiko ist eher, die Risikofrage ist eher gekommen, möchte Ihnen überhaupt jemand Geld geben? Also das ganze Thema High Yield, niedrige Eigenkapitalquoten eines Unternehmens, hohes Risiko im Geschäftsmodell wird mittlerweile vom Markt so beurteilt, dass es den Investor lange Zeit nicht mehr gegeben hat. Also den gab es vor der Krise, gab es Investoren, die sich für High Yield, hohes Risiko und hohen Leverage interessiert haben. Diese Investoren sind nicht mehr da und sie kommen auch im Moment nicht zurück. Also das heißt so viel wie, Sie müssen sich als Unternehmen in einem Bereich bewegen, wo Sie eben gesichert unterwegs sein können. Und wir sehen, dass der Markt für uns, also der Bondmarkt, sehr wohl wieder zurückgekommen ist. Also der hatte auch eine Zeit, wo er stand. Also da konnten Sie nur als Investment-Grade geratetes Unternehmen, am besten Single A, irgendwelche Bonds begeben. Da wurden Sie dann mit Geld teilweise zugeschmissen. Und das hat sich wieder verbessert. Also der Bereich ist weiter geworden. Es ist jetzt auch wieder ein Crossover-Markt da. Also für alle Kandidaten, die BB sind oder BB Plus, die können auch wieder was begeben. Es ist auch unrated aus meiner Sicht langsam wieder möglich. Also wir sind ja unrated. Mhm.
Aber Sie sehen auch da, es ist immer der gleiche Trend, der sich zeigt bei den Finanzierungen, sowohl im Projekt als auch auf den Kapitalmärkten. Das Thema Sicherheit, das Thema Risiko spielt eine viel größere Rolle als vorher. Und es ist ein Ausschlusskriterium geworden. Es ist nicht nur ein Preisticket. Und das ist natürlich für Unternehmen tendenziell gefährlich, für die, die in dieser Liga mitspielen können. Glücklicherweise gehört die UBM dazu. Ist es dann wieder eher ein Vorteil natürlich, weil die Finanzierung, die wir über den Kapitalmarkt bekommen, wir reden da über Zinssätze, die sind so ungefähr zwischen 3¼ bis 3,5%. Das ist für eine Eigenkapital ersetzende Finanzierung ja ein sehr, sehr guter Wert. Also wenn ich das mit Mezzanin machen müsste oder mit teilweise auch eigentümergeführtem Geld, selbst eine Dividende hat eine höhere Verzinsung als das. Also das heißt, das ist ja eine Finanzierungsquelle, die ungemein attraktiv für ein Unternehmen ist. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die UBM börsennotiert ist. Nicht nur, weil der Equity-Teil so eine große Rolle spielt, sondern weil er auch den Debt-Teil ausstrahlt. Mhm. Ich glaube, Sie haben gerade das Thema angesprochen. Gerald, vielleicht ist es ein bisschen auch dein Thema, aber vielleicht kann man gleich hier überleiten zu diesem Thema Mezzaninkapital. So wie Sie sagen, die UBM hat in den letzten Jahren einen sehr starken Marktauftritt am Kapitalmarkt. Als börsennotiertes Unternehmen hat sehr viele Investoren gefunden, die bereit waren, die Anleihe der UBM zu zeichnen. Und wie Sie gesagt haben, Sie haben ein interessantes Produktportfolio gehabt. Ist das sozusagen jetzt im Verhältnis zum Thema des aufkommenden Mezzaninkapitals für Sie weiter ein Thema, dass Sie sagen, okay, auf Basis der Zinssätze und auf Basis dieser Struktur ist das für mich ausreichend? Oder ist für Sie das Thema Mezzaninkapital, so wie wir es bei anderen Marktteilnehmern immer wieder hören, trotzdem ein Thema? Wie nähern Sie sich dem Thema? Oder ist es für Sie eher so, dass Sie sagen, nein, diese Investoren, die diese Art von Kapital geben, interessieren mich überhaupt nicht? Naja, also man könnte so sagen, wir reden ja beim Mezzaninkapital über ein Kapital. Ich behaupte mal, das ist der eigenkapitalersetzende Teil in einem Projekt. Den kann ich entweder als Unternehmen selber aufbringen, indem ich ihn beibringe zur Projektfinanzierung, oder ich versuche auch den von einer dritten Partei zu bekommen. Also bisher war der Weg der UBM immer, dass wir ihn selber vorbeigebracht haben, selber mitgebracht haben, entweder aus historischen Gewinnen, die wir erzielt hatten, oder eben, indem wir uns über Bonds, Hybridkapital und so weiter am Kapitalmarkt das geholt haben. Was sind die Vor- und die Nachteile? Also der Vorteil ist sicher die Zugänglichkeit des Kapitalmarkts und das Preisticket, was dahinter steht. Also wir hatten es in der letzten Antwort kurz mal gestreift, das Thema. Sie werden kein Mezzaninkapital finden, was nur annähernd im Bereich 3¼, 3,5 liegt. Das ist unmöglich, behaupte ich jetzt mal. Selbst vor dem Hintergrund, dass sich reiche Kassen oder Investoren davor scheuen, minus 55 oder minus 50 Basispunkte bei der EZB für die Lagerung des Geldes zu bezahlen. Mhm. Aber selbst vor dem Hintergrund ist das ein Zinssatz, wo sie nicht hinkommen. Also das eine ist das Preisticket. Das andere ist natürlich, dass sie damit dem Projekt, wenn Sie so wollen, weitere Sicherheit entziehen. Also wenn Sie dann, wie wir, auch auf der Ebene des Konzerns finanziert sind, haben Sie natürlich mit einem Mezzaninkapitalgeber jemanden an Bord, der Zugriff auf das Projekt nimmt und auch Zugriff vor jedem Bond-Investor. Also Sie schaffen eine Nachrangigkeit für den Bond-Investor, was den Eigenkapitalanteil des Projektes betrifft. Ja? Das ist für unsere Form der Finanzierung auch ein bisschen Gift. Will heißen, in Summe, Mezzanin spielt für uns eine sehr untergeordnete Rolle. Ich will sagen, keine Rolle eigentlich, weil wir es einfach anders aufgesetzt haben. Jemand, der vielleicht nicht börsennotiert ist, und jetzt komme ich zum Nachteil einer Börsennotierung, das ist ja die hohe Transparenzanforderung, die sie haben, und auch, ich sag mal, die ständige Anforderung, dass sie nicht nur transparente Zahlen, sondern auch erklärbare Zahlen und natürlich auch gute Zahlen präsentieren müssen. Also sie können sich eigentlich wenig Fehler leisten, die werden sofort offensichtlich, wenn sie sich die leisten. Und das ist der große Nachteil einer Börsennotierung. Also ich kenne die Diskussion natürlich auch im Haus und auch mit anderen Projektentwicklern, die Fragestellung, warum muss man jedes Quartal jetzt einen Quartalsbericht machen oder einen Halbjahresbericht? Das ist vielleicht unangenehm, aber diese Transparenz ist unbedingt notwendig, um diese Finanzierungsquelle sich erschließen zu können. Und damit eigentlich ist es ein Entweder-Oder, also ein Mezzanin und ein Kapitalmarktauftritt, das halte ich gemeinsam für relativ schwierig. Ich kriege aus oder
blockiert sich sozusagen. Blockiert sich auch aus Sicht einer Sicherheitsbrille, weil ein Bond-Investor, der hat sowieso, also wenn Sie bei uns Bond-Investor sind Ihre Sicherheiten darauf beruhend, dass Sie dem Management vertrauen und Zugriff auf den Sicherheitenpool haben, sprich das Eigenkapital, was wir investiert haben und die Projekte. Das haben Sie auch schon nachrangig, weil ja die Bank vorher im Projekt drinsteckt, aber ich gehe mal davon aus, dass unsere Projekte so werthaltig sind, dass Sie die Bankloans übererfüllen, ja, durch die LTVs. Nichtsdestotrotz, Sie würden mit einem Mezzanin-Kapitalgeber von diesem Sicherheitenblock etwas noch wegnehmen, weil der natürlich auch vorrangig Zugriff nehmen will und auch dann auf der Projektebene wahrscheinlich ein gewisses Mitspracherecht erwartet. Manche tun das, manche tun das nicht. Aber Sie sind auf jeden Fall an der Sicherheit interessiert und damit steht das dem Bond-Investor nicht zur Verfügung. Alles klar. Ja, vielen Dank für die Darstellung. Vielleicht noch mal ein anderes Thema aufzugreifen. Das heißt, UBM natürlich als börsennotierte Gesellschaft kann sich gut Eigen- und Fremdkapital über den Kapitalmarkt besorgen. Das ist klar. 2018 gab es auch, glaube ich, eine Hybridanleihe für institutionelle Investoren. Und Sie haben es zuerst schon angesprochen, das ist häufiger gefallen, das Thema Green Bond. Ja. Das ist jetzt, sagen wir, kein ganz neues von der Europäischen Kommission. Gab es hier schon ja viele Vorstöße. Es gibt ja die EU-Taxonomie, die auch bei uns umzusetzen ist, 2021. Also es geht schon sehr viel in diese Richtung. Ist es für Sie ein logischer nächster Schritt, zu sagen, wir machen einen Green Bond? Naja, also es ist in der Tat ein logischer Schritt, weil wenn Sie strategisch sich in die Richtung Green entwickeln möchten als Unternehmen, und wir haben einen aus meiner Sicht nicht zu unterschätzenden Vorteil, wir haben einen großen Einfluss auf das Produkt, ob es grün ist oder nicht, nicht nur, wie wir es errichten, also ich hatte vorhin schon mal das Stichwort gesagt, Holzbau, sondern auch, wie es dann betrieben wird. Also stellen Sie sich vor, ein Office, was eben besonders energieeffizient von uns dadurch gemacht wird, dass es eine gewisse Sensorik hat, was vielleicht auch auf den Social-Aspekt einzahlt, weil es für Mitarbeiter besonders angenehme Räume schafft. Das ist alles ein Thema, was in dieses ESG-Green-Thema hereinspielt. Von der Investorenbasis muss man sagen, lange Zeit hatten wir es aus meiner Sicht damit zu tun, dass es ein bisschen so war, wie Sie es in Ihrer Frage, glaube ich, induziert haben. Also das Thema gibt es schon lange. Es ist aber von der Investorenschaft, ich will jetzt nicht sagen, nicht ernst genommen worden, aber es gab einen kleinen Club von Investoren, der sich dafür tatsächlich interessiert hat. Das hat sich stark verändert aus meiner Wahrnehmung oder ist auf dem Weg, sich zu verändern. Heißt für die UBM, ist für uns jedenfalls ein Thema. Also wir wollen uns da diversifizieren in unseren Bonds. Wir werden uns das Thema auch ganz genau anschauen und sind auch auf dem Weg, uns da zum Beispiel raten zu lassen und die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir einen Green Bond begeben können, auch zeitnah begeben können. Aber die Investoren werden immer mehr in die Richtung gehen, dass sie green investieren möchten. Natürlich dann auch eine Sicherheit dafür haben wollen, dass es sich wirklich um green handelt. Also sind wir wieder beim Thema Rating. Nicht diesmal auf der finanziellen Seite, sondern diesmal auf der ESG-Seite. Und es wird irgendwann auch kommen, dass die Investoren sich praktisch green investieren müssen. Also im Moment sind wir auf dem Weg von, wenige haben sich dafür interessiert zu. Es ist ein breites Thema geworden, wo Investoren gerne investieren, aber sie investieren eben auch noch anders. Und es wird irgendwann ein Thema werden, wo das eine Voraussetzung dafür ist, dass ihnen irgendjemand innerhalb eines Bonds überhaupt Mittel zur Verfügung stellt. Deshalb, also wir beschreiten den Weg sicher und werden uns da natürlich auch, glaube ich, entsprechend positionieren und haben da auch eine wirklich gute Ausgangsvoraussetzung durch den Einfluss, den wir auf das Produkt nehmen können. Super, vielen Dank. Christoph, du vielleicht nochmal? Ja, ich, Herr Tate, würde ganz gern vielleicht nochmal zum Thema klassisch Senior Immobilienfinanzierung durch Banken zu sprechen kommen, und zwar in die Richtung, wie sozusagen geht die UBM vor, wenn sie sich um das Thema Senior Lending kümmert. Ich gehe davon aus, es wird projektbezogen finanziert, das heißt, man wählt für das jeweilige Projekt die jeweilige Bank aus. Wie ist die Tendenz aus Ihrer Sicht seit Corona? Ist es eher ein Single-Ticket? Treten Sie eher an einzelne Banken heran? Sind das klassische Einzeltickets oder sehen Sie das Thema syndizierte Kreditverträge hier, dass man unter Umständen das größere Interesse hat, hier Risiken zu teilen?
Wie ist hier der Eindruck für die UBM? Vielleicht ganz kurz, wir müssen uns immer schauen bei der Finanzierung, dass wir uns ja zwei Ebenen bedienen, wenn Sie so wollen. Also syndiziert ist auch ein Thema eher für die Konzernebene, aber ich komme jetzt mal drauf auf die Projektfinanzierungsebene. Also wie funktioniert die Projektfinanzierung? Die hat sich eigentlich von ihren fundamentalen Herangehensart nicht geändert während der Krise. Also es ist nach wie vor so, wir sprechen Banken an, wir kennen natürlich oder wir haben sehr viel Kontakte zu Banken in Österreich, in Deutschland, in Polen, in Tschechien. Und wenn wir ein Projekt haben, dann stellen wir das bei den Banken jeweils vor und versuchen für uns den optimalen Partner für das einzelne Projekt zu finden. Manchmal passiert es dann, dass die Bank hinten heraus syndiziert. Also wenn die zum Beispiel in einem Raiffeisenverbund ist, werden weitere Raiffeisenbanken dazugenommen. Aber das ist nicht etwas, was wir von vornherein tun. Also wir treten nicht an zwei Banken heran und versuchen, ein Syndikat zu bilden. Dafür sind unsere Projekte, ich würde mal sagen, von ihrer Dimensionierung noch so gewählt, dass auch bei großen Projekten wir mit einer größeren Bank ein Single-Ticket machen können. Also wir bemühen uns um Single-Tickets nach wie vor. Wir bemühen uns nicht, eine Syndizierung schon herbeizuführen bei der Projektfinanzierung. Das machen wir natürlich auch aus der Überlegung heraus, dass dann eine etwaige Vertragsverhandlung für uns einfacher ist. Das ist ein wichtiger Punkt, der sich in der Projektfinanzierung ein bisschen anfängt zu verändern. Also das ist vielleicht das Stichwort LMA-Standards, die da immer mehr eine Rolle spielen. Also die übliche Projektfinanzierung versucht sich mittlerweile daran anzulehnen und für die Unternehmen schafft das natürlich eine zunehmende Komplexität und wir versuchen diese Komplexität im Rahmen zu halten. Also das ist auch ein Spiel, was es schon länger gibt auf der Projektfinanzierungsseite und was man je nach Projekt erfolgreicher oder weniger erfolgreich spielt und was man je nach Bank erfolgreicher oder weniger erfolgreich spielen kann. Ja, also das würde heißen, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, ein LMA-Standard muss jetzt sozusagen nicht in jeder Situation sein. Sie würden dann kritisch beim Kreditinstitut hinterfragen und sagen, diese Finanzierung ist aufgrund der Größe oder der wenigen Komplexität jetzt nicht notwendigerweise im LMA-Standard durchzuführen. Wir nehmen einen vielleicht eher bekannteren österreichischen Standard, der jetzt, weiß ich nicht 100 Seiten hat, sondern 20. Oder wie würden Sie dann mit dem Kreditinstitut an die Sache rangehen? Naja, also wir versuchen es natürlich darüber, dass mit den meisten der Kreditinstitute haben wir ja in der Vergangenheit zu tun gehabt und wir versuchen natürlich Dokumentationen möglichst so zu halten, wie sie auch in der Vergangenheit war. Also man hat sich da auf etwas geeinigt, das kann man dann nennen, wie man möchte. Also einen Standard, nennen wir es mal einen Standard in der Zusammenarbeit mit einer einzelnen Bank. Ja, okay. Und den versucht man natürlich möglichst beizubehalten. Und wenn Sie vom LMA-Standard reden, der kommt zunehmend hinzu, aber ich versuche in diesen Verhandlungen auch klarzumachen, dass neben dem eigentlichen Zins und den Kosten, die mit dem Kredit verbunden sind, die Komplexität, die mit dem Vertrag verbunden ist, auch ein Kostenfaktor für mich ist oder ein Risiko und versuche der Bank klarzumachen, dass ich durchaus auch manchmal gewillt bin, die zweitbeste Bank zu nehmen oder die drittbeste Bank beim Offer zu nehmen, weil die eine weniger komplexe Abwicklung des Vertrages hat. Weil, das können Sie sich vorstellen, was haben Sie davon, wenn Sie einen Kreditvertrag mit einer Bank für ein Projekt abschließen, was so hohe Hürden für eine Auszahlung vorsieht, dass Sie sie nur mit Mühe nehmen können als Entwickler oder wo Sie so viele Baucontroller brauchen, die Ihnen das freigeben, dass der mühsam herausgehandelte Vorteil sich dann wieder in Luft auflöst. Also das sind so ein bisschen die Herausforderungen, die Sie in der Projektfinanzierung haben. Wenn wir jetzt auf Syndicated Loans gehen, das könnte interessant für uns sein, uns einen Bankenclub einmal zu suchen auf Konzernebene. Also wir haben das in der Form nicht, weil wie gesagt, wir haben bisher Bonds, Schuldscheine und Hybridkapital als unsere Finanzierungsformen gesehen. Der Green Bond ist für mich eine Unterkategorie von einem Bond, also der wird sicher auch eine Rolle spielen, aber natürlich überlegen wir auch, würde es nicht Sinn machen, uns gewisse Linien, die wir heute vorhalten müssen, also wir haben ja eine Cash-Position von 250 Millionen und eine gewisse Cash-Position halte ich auch immer vor, die verursacht aber natürlich mittlerweile Kosten, also früher hätten wir jetzt vor Monaten telefoniert, hätte ich sagen können, sie ist kostenneutral, mittlerweile verursachen solche Positionen Kosten. Und da ist natürlich die Frage, bin ich nicht schlauer unterwegs, wenn ich mir eine syndizierte Linie suche und nichts anderes ist ein Syndicated Loan und einen Bankenclub habe, wo ich weiß, ich kann auf diese Linien zugreifen.
Also das ist sicher eine Diskussion, die wir eins höher führen, aber nicht innerhalb der Projekte. Mhm. Super. Vielen Dank. Also ich muss gestehen, ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Einblick bekommen. Vielen Dank dafür. Ich meine, vielleicht, Christoph, wenn du keine Fragen mehr hast. Ich glaube, ich habe immer eine blöde Frage zum Schluss, wenn ich die stellen darf. Herr Tate, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Es entzieht sich immer wieder eine neue Art der Finanzierung in unser Land. Der Herr Kerbel und ich haben vor kurzem dazu auch einmal in einer netten Runde geplaudert und deswegen wollten wir es uns nicht nehmen lassen, Sie dazu auch zu fragen, was aus Ihrer Sicht mit dem Thema, wie Sie mit dem Thema umgehen, weil es immer sehr interessant ist, das aus der Praxis zu hören. Das ist das Stichwort Digital Finance und im konkreten Fall STO, Security Tokens, also die Finanzierung über die Blockchain. Ist das etwas, das die UBM schon erreicht hat? Denken Sie darüber nach? Haben Sie mit dem Thema schon irgendwelche Berührungspunkte gehabt? Oder sagen Sie, das ist eher ein Versuchsstadium, das trifft Sie derzeit gar nicht, vielleicht irgendwann mal später und im Konkreten praktisch ist es für Sie noch nicht interessant. Oder vielleicht doch, das wäre jetzt nicht spannend, von Ihnen vielleicht noch einen Einblick zu kriegen. Das ist in der Tat, also blöde Fragen gibt es ja mal per se überhaupt nicht. Es ist eine sehr interessante Frage. Haben wir uns damit im Detail beschäftigt? Ich muss zugeben, ich habe versucht zu verstehen, wie eine Blockchain genau funktioniert. Ich habe es auch gelesen, habe zwischendurch mal gedacht, ich hätte es verstanden, aber ganz verstanden habe ich das Konzept, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht umrissen. Und wie so konservative Finanzer unterwegs sind, so wie ich, machen sie ja normalerweise nur Dinge, die sie wirklich auch verstehen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das ein Thema ist, mit dem sich Unternehmen gezwungenermaßen auseinandersetzen müssen. Also ob mir das Thema jetzt Spaß macht oder nicht, es wird stärker in den Vordergrund treten, weil ich glaube, so wie es mit Kryptowährungen ist, die spielen eine zunehmend große Rolle mit dem abnehmenden Alter der Bevölkerung. Also je jünger jemand ist, umso mehr interessiert er sich für Kryptowährungen und wird sich auch vielleicht für diese Form von Investitionen interessieren. Und die hat ja auch unbenommen eine große Zahl von Vorteilen zu bieten. Also man kann es sehr kleinteilig gestalten. Man kann Anlegergruppen vielleicht begeistern für ein Unternehmen wie die UBM, die man bisher nicht erreichen konnte. Man hat relativ geringe Transaktionskosten bei so einer Geschichte, sowohl für das Unternehmen als auch für den Investierenden. Es hat auch gewisse Nachteile zugegebenermaßen, aber um es kurz zu machen, haben wir uns damit im Detail auseinandergesetzt oder hatten wir große Berührungspunkte bisher? Leider nein. Wollen wir uns mehr damit auseinandersetzen? Das werden wir, glaube ich, müssen und auch tun. Aus den Gründen, die ich versucht habe darzulegen. Und natürlich interessiere ich mich auch dafür, können wir in unserer Zukunftsfinanzierung nicht auch Gruppen ansprechen, die uns bisher schlichtweg durchs Rost gefallen sind oder die nicht der klassische Retail-Investor sind, den wir mit einem Bond ansprechen, sondern die vielleicht aus einem anderen Hintergrund stammen und sich auch für solche Produkte erwärmen und interessieren. Vielen Dank für die Einschätzung. Ich glaube, unser Ratio aus der letzten Diskussionsrunde zum Thema STO, Christoph, war ja insbesondere technisch alles kein Problem. Ja, Fantasie gibt es auch genug, ja, auch genug kluge Köpfe in Österreich, die das voranbringen wollen. Also die Community ist ja gar nicht so klein. Ich glaube, Bottleneck ist in diesem Fall ganz klar das Aufsichtsrecht. Womit ich dir jetzt nicht die Schuld geben möchte, ja, aber indirekt natürlich schon. Ja, das ist der Start. Das ist eine gute Idee. Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank für diese großartigen Einblicke. Vielleicht wirklich nur noch abschließend einmal zusammenfassend: Ein Erfolgsrezept in ein paar Sätzen. Gibt es das für den börsennotierten Developer? Ich will mal so sagen, mit dem Spiel, worauf man sich einlässt mit der Börse, da muss man die Spielregeln beachten. Und die Spielregeln, die es da gibt, die heißen Verlässlichkeit, Transparenz, langjährige Beziehungen und auch ständig darauf achten, dass man im Unternehmen immer wieder die Druckpunkte dahin ausrichtet, dass das Unternehmen börsenfähig ist, bleibt. Und auch bei jeder Entscheidung diese Fragestellungen mitschwingen. So
So komisch das klingt, aber das ist unbedingt notwendig. Und das ist für jemanden wie die UBM, der sich so aufgestellt hat, also wenn man sich anders aufstellt, mögen diese Punkte natürlich überhaupt keine Rolle spielen, also dann ist vielleicht eine Schwankung zwischen Jahren weniger relevant als für eine UBM, wo wir uns natürlich immer überlegen, wie sollte unser Jahresergebnis auch ausschauen, wie können wir das mit Forward Deals so absichern, dass wir uns mit breiter Brust auch an der Börse sehen lassen können oder am Kapitalmarkt. Das sind die Erfolgsfaktoren, die für uns eine Rolle spielen. Ob die für jeden dieselbe sind, das kann ich nicht sagen. Aber zumindest für uns ist das relativ klar und umrissen. Und das sind diese Punkte Verlässlichkeit, Transparenz und natürlich auch eine Unternehmenspolitik, die immer das Risiko im Blick behält. Ja. Die auch die Chance sieht, aber die vor allen Dingen auch sieht, welche Risiken damit verbunden sind. Und die beiden dann versucht, gegeneinander so auszutarieren, dass ein Investor, der das uns fragt, auch eine für ihn befriedigende Antwort bekommt, bevor er sein Geld bei uns investiert. Super. Vielen, vielen Dank. Christoph, ich traue mich jetzt fast nicht mehr. Ja, ich kann auch nur Danke sagen. Es war ein, glaube ich, sehr spannender Einblick und vor allem sehr interessant auch, welche Implikationen auch das Thema Börsennotierung hat. Gerade auch ein Name wie die UBM, wie Sie beschrieben haben, natürlich am Kapitalmarkt auch was zu verlieren hat. Ich glaube, das war sehr interessant und Chance und Wagnis, wie das beieinander liegt, das fand ich sehr spannend und sehr herausfordernd und gratuliere Ihnen, wie Sie die letzten Monate durch die Krise durchgekommen sind. Kann von meiner Seite nur sagen, vielen Dank für das äußerst anregende, nette Gespräch und wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen weiterhin so viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank, da kann ich mich nur anschließen. Da haben Sie vielen, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg, viel Gesundheit und auf die nächsten Peaks an der Börse. Ich wollte gerade sagen, bleiben Sie bitte alle gesund. Das ist wahrscheinlich für die nächsten Monate mal das Wichtigste. Absolut. Dann würde ich ganz Dankeschön. Gut.